7 natürliche Blutverdünner, die du teilweise natürlich in die tägliche Ernährung dann aufnehmen kannst, dass dein Blut schön fließfähig bleibt, dass es nicht zu Verklumpungen kommt, Stichwort Thrombosen, und dein Herz-Kreislauf-System wieder ordnungsgemäß läuft. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgei. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt oder abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema, das Herz-Kreislauf-System, das Gefäßsystem und das heutige Thema jetzt speziell, das Blut selber. Denn wenn das Blut selber natürlich nicht die ordentliche Konsistenz hat, wenn es zu Ablagerungen kommt, dann ist das natürlich auch ein wichtiger Negativfaktor, dass es im Herz-Kreislauf-System nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dann kommt es natürlich auch zu den Gefäßverstopfungen. Das sieht man ja schön bei den Besenreißern, verstopfte Venen. Das Blut ist halt ein entscheidender Punkt dabei, dass das auch ordnungsgemäß fließfähig bleibt. Zum Grundverständnis schauen wir noch einmal kurz drüber. Der Mensch hat ja ein Herz-Kreislauf-System mit gewissen Blutbahnen, Venen, Arterien etc. Ein sogenanntes Schlauchsystem könnte man sich immer so schön vorstellen. Das sind eben deine Blutbahnen, die sollten eben unbeschädigt sein, dass das Blut ordnungsgemäß fließen kann, als Punkt 1. Als Punkt 2, das Blut selber muss natürlich eine gewisse Konsistenz haben, es muss fließfähig sein, es sollte nicht verklumpt sein. An gewissen Stellen kommt es dann natürlich auch wieder zur Ablagerung an der Gefäßwand, was äußerst negativ wäre. Und der dritte Punkt wäre, du musst das ganze System natürlich am Laufen halten. Körperliche Bewegung ist immer von Vorteil, wenn man zu viel sitzt. Staut sich eher das Blut, ist nicht so in Bewegung, als wie wenn man natürlich ständig Bewegung einbaut. Und da kann es natürlich auch verstärkt dann nicht zu Beschädigungen im Gefäßsystem kommen. Aber wenn das Blut natürlich jetzt nicht ordnungsgemäß fließt, bilden sich dann leicht Ablagerungen logischerweise. Also die zwei Punkte, wenig Bewegung, schlechte Ernährung natürlich, bei der Ernährung dann eher entzündlich auslösend, wenig Reparaturstoff dabei, die Klassiker, das wäre natürlich alles immerhin schlecht. Natürlich auch für den Blutgefäßsystem und für die Blutbildung selber dann natürlich, oder besser gesagt, dass die Blutbestandteile dann verstärkt verkleben. Du hast natürlich nicht auch verstärkt Glucose in der Ernährung mit Eiweißkomponenten. Da kann es dann noch zu Ätches kommen, die in der Blutbahn rumeiern. Es kann zur Kalzifizierung kommen etc. Und da gibt es gewisse Kofaktoren in der Ernährung, schauen wir uns dann kurz an, die eben eher positiven Einfluss darauf haben, dass das Blut eher fließfähig bleibt, dass Entzündungen nach unten gehen und dass es nicht verstärkt zu Ablagerungen kommt. Das ist dann eher im Bereich natürlich nicht Wundermittel, so wie üblich bei mir, sondern da geht es eher in die Schutzfunktion rein, in die Prävention, dass die Entzündungen nach unten gehen, dass du dann natürlich gewisse Reparaturstoffe auch drinnen hast, dass nicht nur dein Gefäßsystem jetzt nicht verstärkt Schaden zieht, sondern natürlich auch die Konsistenz des Blutes richtig schön fließfähig aufrechterhalten bleibt. Studie natürlich zu den einzelnen Stoffen unten verlinkt, für diejenigen unter euch, die es genau wissen wollen. Und jetzt schauen wir es uns überblicksmäßig an der Erklärtafel nochmal an. So, also das Thema ist heute natürlicher Blutverdünner. Schauen wir uns heute einmal die 7 natürlichen Blutverdünner an. Wie gesagt, Studien unten verlinkt, ganz wichtig, einmal rüberschauen. Und als erstes haben wir da schon, wenn es um Blutfette geht, natürlich jetzt Vitamin E, immanent wichtig, dass das Fett jetzt in deiner Blutbahn natürlich nicht zu oxidieren beginnt. Eine sehr gute Vitamin E-Quelle, wirklich wichtig in der Ernährung. Und vor allem eigenes Video dazu, Tocopherole und Tocotrienole, das wäre beides Vitamin E. Tocotrienol ist weitaus potenter sozusagen jetzt im menschlichen Körper, wenn es darum geht, deine Fettkomponenten zu schützen. Wenn es jetzt aber reingeht, zum Beispiel in künstlich hergestellte Vitamin-E-Komponenten, was ja oft jetzt in Industrieölen verbaut wird, damit das nicht vorzeitig ranzig wird, das Öl, die haben eher negative Auswirkungen auf den Körper. Vor allem, wenn du es jetzt natürlich vom Weizenkeimöl oder von Sojaöl beziehst, hat es eher entzündungsauslösende Wirkung, und das Vitamin E, was dort verbaut ist, ist eher künstlich hergestelltes Vitamin E, und das hat nicht die positiven Auswirkungen als wie von der natürlichen Form. Zweiter Punkt, was sehr gut ist immer für die Blutbahn, dafür ist es ja auch bekannt, das wäre Knoblauch. Die Pharmaindustrie hat den Inhaltsstoff Allicin und andere Pflanzeninhaltsstoffe im Knoblauch jetzt schon für sich entdeckt, das natürlichen Blutverdünner. Wirklich wichtig, dass man vielleicht jetzt einfach auf eine natürliche Quelle zurückgreift. Es muss ja nicht immer der schwarze Knoblauch sein oder in Kapselform, sondern einfach jetzt in der Ernährung, wenn man es gerne hat. Ich für meine Teile furchtbar gern Knoblauch, einfach verstärkt Knoblauch aufnehmen. Das ist ein natürlicher Blutverdünner, das ist an der Stelle natürlich äußerst hilfreich. Dann gibt es noch einen Stoff, der mit dem Namen Natokinase, da werden es die meisten schon erkennen, von den fermentierten Sojabohnen, von der japanischen, vom Natto. Und wenn wir von einer Kinase sprechen,
dann sprechen wir immer von Enzymen und die sind an der Stelle äußerst hilfreich, jetzt auch, dass es zu blutverdünnender Wirkung kommt. Wie gesagt, Studie unten verlinkt. Ein wichtiger Inhaltsstoff jetzt noch, den man vielleicht verstärkt in Ernährung aufnehmen könnte, gibt es natürlich aus Kapselform, das wäre das Kurkuma. Kennt ja jeder, wenn es in die indische Küche hineingeht, der gelbe Farbstoff, dann ist verstärkt Kurkuma natürlich enthalten. Bei der Aufnahme, bei der Bioverfügbarkeit schaut es beim Kurkuma nicht so gut aus. Das heißt, Peperin, also eine Pfefferkomponente dazu, wird das schon einmal erhöhen. Wenn es erhitzt wird, wird es das Ganze erhöhen. Und in Präparatform gibt es ja schon das Neue als in der Micellentechnologie. Und da ist die Bioverfügbarkeit auch weiters höher, ist natürlich auch kostenintensiver. Aber eine gute Kurkuma-Quelle von Zeit zu Zeit in der Ernährung sicher eine gute Idee. Dann, nächster Punkt, Punkt 5 wäre dann der Apple Cider Vinegar, wie es im Englischen so schön heißt, also der Apfelessig, und der hat auch sehr förderliche Wirkung, wenn es darum geht, dass dein Blut jetzt fließfähig bleibt. Als nächstes könnte man sich noch verstärkt Omega-3 zuführen, kann man natürlich als Dorschleber dran nehmen zum Beispiel, oder als Fischöl, oder man nimmt einfach verstärkt jetzt Omega-3 wieder in der Ernährung auf. Fisch wäre natürlich eine sehr gute Quelle, eigenes Video dazu. Als siebten hätten wir noch einen Inhaltsstoff, einen Pflanzlichen, das wäre das Pycnogenol. Und das wäre ein Inhaltsstoff aus der Pinienrinde, hat anscheinend ähnliche Wirkungen im menschlichen Körper wie jetzt Aspirin. Das kommt ja aus der Birkenrinde raus, das Präparat oder besser gesagt dann der Inhaltsstoff. Und dieser Inhaltsstoff aus der Pinienrinde hat jetzt sehr gute Eigenschaften, wenn es um die Fließfähigkeit deines Blutes geht. Was sich äußerst negativ aufs Blut auswirkt, ist ja in meinen anderen Videos auch immer beschrieben worden, ist ja generell jetzt schlecht natürlich, wenn du erhöhte Insulinstände hast, wenn du erhöhte Blutzuckerstände hast, vor allem zu viel Blutzucker, zu viel Zucker in einer Blutbahn, ist insofern schlecht, dass sich natürlich Eiweißstoffe dran kleben können, die sogenannten Edges, und du hast Ablagerungen oder verklebte Blutbestandteile dann drin. Dann schauen wir uns noch an, der Klassiker bei Typ-2-Diabetiker, was als erstes gegeben wird, bevor es zu Insulingaben kommt, ist ja das Metformin. Und das Metformin hat ja die Eigenschaft, dass jetzt die Zellen, die Rezeptoren für das Insulin jetzt wieder sensibler werden, dass jetzt mehr Glucose in die Zelle reinkommt. Und wenn mehr Glucose in die Zelle reinkommt, kommt natürlich auch verstärkt Glucose aus der Blutbahn. Und deswegen hat zum Beispiel auch Metformin jetzt eine Wirkung, dass es mit der Thrombosenbildung nach unten geht, dass das Blut wieder Fließfähigkeit erlangt. Und ist natürlich auch top fürs Herz-Kreislauf-System. Ja, aber aufgrund allein von der Wirkung des Metformins, dass jetzt verstärkt der Blutzucker aus der Blutbahn kommt. Also wie gesagt, für die Ernährung immer wichtig zu wissen, mit dem Zucker runter, dass die Insulinstände runtergehen und da tut man schon immens viel für seine Blutbahn. So, das sind also die 7 Nahrungsmittelinhaltsstoffe, die jetzt gerade positiven Einfluss darauf haben, dass dein Blut schön fließfähig bleibt, dass es nicht zu Verklumpungen kommt. Und einige dieser Blutverdünner, dieser natürlichen, solltest du natürlich täglich in der Ernährung aufnehmen. Stichwort Knoblauch natürlich, vielleicht etwas reingehen mit verstärkten Omega-3-Quellen in der Ernährung. Ob es jetzt in Fischölform ist oder in Dorschleberdranform oder natürlich als Fisch selber. Omega-3 sollte immer raufgehen als antientzündliche Fettkomponente im menschlichen Körper. Kurkuma kann man natürlich auch in gewissen Speisen einbauen, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und du hast dann in deiner Ernährung in einer täglichen Komponenten dabei, die dir dabei helfen, dass dein Blutbild ordnungsgemäß gebildet wird und ordnungsgemäß fließfähig bleibt. Und die meisten dieser Komponenten haben natürlich auch noch anderen Zusatznutzen im menschlichen Körper, gerade jetzt das Vitamin E, habe ich auch ein eigenes Video dazu, hat jetzt gerade die Schutzfunktion natürlich, dass es dein Körperfett im ganzen Körper jetzt vor Oxidation schützt. Wichtiger Faktor natürlich auch. Wichtiges Video oben natürlich noch reingeknallt zum Gefäßsystem. Was solltest du für dein Gefäßsystem noch machen? Und ein zweites Video natürlich zum Apfelessig, was es noch für positive Auswirkungen hat, vor allem jetzt für die Magensäure, dass du sie wieder stärkst im Körper, dass es zu weniger Pathogeneinfall von der Seite jetzt kommt. Du nimmst natürlich auch über deine Nahrung nicht nur Nährstoffe, Vitalstoffe, Mineralien zu dir, sind natürlich auch Fremdstoffe drinnen, die Magensäure muss stark genug sein, um dich vor diesen Eindringlingen jetzt in der ersten Barriere einmal zu schützen. Und am Schluss noch, natürlich, weil wir angesprochen haben, der dritte Punkt für das Herz-Kreislauf-System, was immanent wichtig ist, du solltest in Bewegung bleiben, dass das Blut natürlich zirkuliert, dass die Pumpe etwas arbeitet. Sitzen ist da immer extrem schlecht, den ganzen Tag rumliegen, da wird das Blut jetzt nicht wirklich weiter transportiert im menschlichen Körper und das kann allein von der Mechanik her jetzt natürlich schon äußerst negative Auswirkungen haben. Muss ja nicht gleich in Hochleistungssport ausarten, aber ich glaube, man versteht, was ich meine jetzt.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.